Welche Toilettensysteme gibt es denn für uns Camper überhaupt auf dem Markt? Genau das schauen wir uns heute an und wie sie alle funktionieren und ganz vieles mehr. Und wenn dich das auch interessiert, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du einfach dran bleibst. Und ich verspreche dafür, dass es heute nicht unter die Gürtellinie geht. Viel Spaß! Ja, und damit ganz herzlich willkommen bei einem neuen Video bei Fan for Van. Mein Name ist Markus und heute geht es um ein sehr, sehr spezielles Video, beziehungsweise Thema, und zwar um das Thema Toilette. Ihr wisst schon Bescheid und ich weiß auch, dieses Thema Toilette, das ist ein sehr intimes Thema. Und auf der anderen Seite betrifft es uns ja irgendwie alle, denn jeder von uns muss irgendwann mal aufs Klo. Also wünsche ich uns zumindest allen. Und genauso möchte ich mich diesem Thema auch annähern. Das bedeutet, ich will das Ganze mit Niveau betrachten und ihr braucht keine Angst vor irgendwelchen ekligen Bildern haben, die wird es in diesem Video nicht geben. Und was wird es in diesem Video geben, das zeige ich euch in der Agenda. Wir fangen an mit dem Überblick. Welche Systeme gibt es denn überhaupt auf dem Markt? Welche Toilettensysteme stehen uns denn allen zur Verfügung? Welche kann ich umbauen? Welche muss ich komplett neu einbauen und so weiter? Da schauen wir uns ein bisschen an. Und wenn wir das gemacht haben, dann picken wir uns einzelne Systeme raus, und zwar Alternativen zu der normalen Kassettentoilette, denn das ist wahrscheinlich die Toilette, wo wir alle herkommen. Da gibt es auch schon ein Video von mir dazu. Und eine der Alternativen sind Trockentrenntoiletten. Und da habe ich verschiedenste Systeme kennenlernen dürfen und mir angeschaut. Und da möchte ich euch einfach meine Erfahrungen kundtun. Danach gucken wir uns die Verschleißertoilette an. Wie wird die auch eingebaut? Wie baut man da sein System um? Danach gucken wir uns eine Verbrennertoilette an. Auch da, wie funktioniert da so ein Einbau und was muss man da alles beachten? Und dann haben wir mal drei sehr interessante, ganz unterschiedliche Alternativen und Systeme rausgepickt. Zu guter Letzt gibt es da noch ein kleines Fazit mit allen Vor- und Nachteilen zu den unterschiedlichen Toilettentypen. Und auch nochmal ganz wichtig, ich werde euch nicht sagen, das wird die beste Toilette sein, denn das müsst ihr selber herausfinden. Denn es liegt an ganz vielen Faktoren und über die reden wir dann am Ende in dem Fazit nochmal, welche Toilette am Ende für dich die beste ist. Mein Ansinn bei diesem Video ist, euch einen Überblick zu geben und vielleicht eine kleine Hilfestellung zu geben, welche Toilette ist denn jetzt für dich die richtige Toilette. Und an der Stelle sei es mir auch nochmal erlaubt, dass ich sage, vielen, vielen Dank an alle Mitwirkenden bei diesem Video. Denn ihr werdet jetzt bei diesem Video sehr viele Leute kennenlernen, denn ich habe mir so viele verschiedene Systeme angeschaut und ich kann die ja selber gar nicht alle einbauen oder benutzen. So viele Toiletten kann ich mir in mein Auto nicht reinbauen. Und dafür habe ich eben ganz viele Leute getroffen. Es war auch eines der aufwendigsten Videos, ehrlicherweise, mit diesem Koordinieren der Leute. Aber an der Stelle nochmal herzlichen Dank an euch alle, dass ihr euch da zur Verfügung gestellt habt und uns da ein paar Einblicke gibt und vielleicht den einen oder anderen von uns ja ein paar Hilfestellungen gibt. An der Stelle vielen Dank an euch alle. Und ich würde sagen, Nase zu durch, wir starten. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Keine Angst, so schlimm wird's nicht. Beginnen wir mit dem Überblick über die verschiedenen Toilettentypen. Was gibt es denn für Toilettentypen? Es gibt zum einen die Kassettentoilette oder umgangssprachlich sagen wir auch oft die Chemietoilette. Es gibt Trockentrenntoiletten, es gibt Verschweißertoiletten, es gibt Verbrennertoiletten, es gibt Zerhackertoiletten, es gibt Festtanktoiletten und es gibt wahrscheinlich noch vieles mehr, aber das ist mal so der grobe Überblick. Die Kassettentoilette heißt deshalb Kassettentoilette, weil in der Toilette eine Kassette verborgen ist und in dieser Kassette hinterlässt du dann eben deine ganzen Hinterlassenschaften, inklusive Klopapier und so weiter. Das Ganze funktioniert ganz einfach, du hast dir immer ein bisschen Wasser drin mit meistens Chemie versetzt. Und diese Chemie soll in erster Linie dafür sorgen, dass die ganzen Hinterlassenschaften inklusive Toilettenpapier besser zersetzt werden, damit du es nachher leichter entleeren und entsorgen kannst. Und auf der anderen Seite soll es aber auch dem Geruch im Camper dann vorbeugen. Und deswegen, wegen dieser Chemie, nennt man die häufig auch Chemietoiletten, also umgangssprachlich. Es muss aber nicht immer Chemie sein, denn sind wir mal ganz ehrlich, diese Chemie, die hier verwendet wird, die ist echt ekelhaft, die stinkt ganz krass. Und die ist auch für die Umwelt alles andere als gut. Die darfst du zum Beispiel auch nicht zu Hause entsorgen. Warum nicht? Weil die Klärwerke damit nicht klarkommen. Da musst du an spezielle Entsorgungsstellen, die es auf Campingplätzen in der Regel natürlich immer gibt. Und dort kannst du diese Plörre dann loswerden. Es gibt aber auch Alternativen, biologische Substanzen, die du hier mit zufügen kannst. Und die funktionieren ähnlich, beugen in erster Linie auch vor allem dem Geruch vor. Ich kenne da Solbio, habe damit immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Du kannst aber am Ende auch gar keine Chemie verwenden, kannst vielleicht mit einer Soganlage arbeiten, haben wir auch schon mal ein Video zugedreht. Und dann musst du die Plörre halt so entsorgen, wenn du das irgendwie hinkriegst und wenn du damit klarkommst. Ja gut, so viel also jetzt zur Kassettentoilette. Die Kassettentoilette ist, glaube ich, Standard im Wohnmobil. Ich glaube, bei allen Wohnmobilen von der Stange, also bei ganz vielen, sagen wir mal bei 95%, sind wahrscheinlich so Kassettentoiletten enthalten. Außer dann wirklich bei sehr großen Fahrzeugen oder bei Expeditionsfahrzeugen. Warum das so ist, da kommen wir dann nachher nochmal drauf.
Aber es gibt eben Alternativen und die schauen wir uns jetzt mal an und machen da mal weiter. Ja, eine weitere Variante ist die Trockentoilette. Und der Name sagt es ja schon, das ist eine Toilette, die komplett ohne Wasser auskommt. Und dann unterscheidet man nochmal zwischen Trockentrenntoiletten. Das bedeutet, dass die festen Ausscheidungen von den flüssigen Ausscheidungen getrennt werden. Was kostet eine Trockentrenntoilette? Und das werden wir gleich sehen. Das fängt im Prinzip ab 30 Euro an und hat dann nach oben hin wieder kein Limit. Ich werde heute nochmal in die Bütt gehen und werde mir eine Bio-Toy genauer anschauen. Das ist eher schon so ein Premium-Produkt, hat aber wahnsinnig viele Vorteile, wie ich meine. Und das Ganze, das fängt so ab 850 Euro an. Das Modell, das wir uns heute anschauen, das kostet, meine ich, so 1249 Euro. Das Ganze sehen wir uns aber dann im Anschluss gleich nochmal im Detail an, denn ich durfte eine Menge Trockentrenntoiletten kennenlernen. Dann gibt es die Verschweißtoilette. Es gibt, glaube ich, dafür noch gar keinen wirklichen Fachbegriff. Das ist eine sehr, sehr neue Toilette auf dem Markt von Klesana. Das ganze System haben wir uns auf der Messe schon mal angeschaut, ganz kurz erklärt, was passiert. Du hast eine ganz normale Toilettenschüssel, auf der du sitzt, und deine ganzen Hinterlassenschaften, inklusive Toilettenpapier, inklusive vielleicht Damenbinden, das kommt dann in einen Plastikbeutel, der komplett verschweißt wird. Und zwar so fest verschweißt, dass er dir im Auto nicht mehr aufgehen kann. Den kannst du so lange mitnehmen, bis du dann zu einem Restmüllbehälter kommst und dort kannst du das ganz normal entsorgen. Diese ganzen Details dazu, die würde ich sagen, schauen wir uns auch nochmal im Anschluss an, denn ich habe einen Umbau filmen können von einer normalen Kassettentoilette zu einer Verschweißtoilette und habe da selber auch alles getestet und werde da nochmal von meinen Erfahrungen berichten. Die Verschweißtoilette soll 1249 Euro zuzüglich Einbau kosten. Was ist die Verbrennungstoilette? Und auch hier sagt es der Name schon, deine ganzen Hinterlassenschaften hinterlässt du in einer ganz normalen Schüssel auf einem beschichteten Papier. Das Ganze rutscht herab in eine Verbrennungskammer und dort wird der gesamte Inhalt verbrannt. Und nachdem mich diese Toilettenvariante auch sehr interessiert hat, werden wir uns das Ganze auch nochmal im Detail im Anschluss anschauen. Ja, und jetzt kommen wir dann eigentlich zu Toilettentypen, die eher in größeren Fahrzeugen, Expeditionsfahrzeugen und so weiter verbaut werden. Da gibt es zum Beispiel die Zerhacker-Toilette. Und auch da sagt es uns der Name ja schon, was passiert. Die ganze Plörre wird einfach zerhäckselt mit einem starken Elektromotor, selbst Klopapier, alles rein und Vollgas. Du sitzt auf einer ganz normalen Toilettenschüssel, also das kann ein Gefühl sein wie zu Hause. Und danach kommt alles entweder in einen großen Schwarzwassertank, der unterhalb des Fahrzeuges befestigt ist, oder es gibt auch Möglichkeiten, dass du es direkt über ein Rohrsystem in die Kanalisation abführst. Gewisse Campingplätze bieten diese Infrastruktur und das ist natürlich für die Entsorgung sehr, sehr angenehm. Kleiner Nachteil ist, der Vorgang ist relativ laut und du verbrauchst viel Wasser. Strombedarf ist alles okay. Aber wie gesagt, das ist ja meistens auch in sehr großen Fahrzeugen und da ist das Ganze dann wiederum so verbaut, dass eigentlich die anderen Mitglieder das gar nicht so großartig mitbekommen. Habe ich aber selbst noch nie live erlebt. Das ist also jetzt alles nur Theorie, die ich hier wiedergebe. Also wenn einer von euch dabei ist, der sowas hat, sehr gerne in die Tasten hauen und unten in die Kommentare von den Erfahrungen berichten. Denn, und das will ich auch nicht verheimlichen, Zerhacker-Toiletten beginnen bereits so ab 500 Euro. Es gibt das Ganze nämlich auch relativ klein, sodass du das zum Beispiel auch in den Kastenwagen einbauen kannst. Dann bist du aber natürlich auch wieder mit dem Auffangbehälter, also mit dem Volumen, sehr beschränkt. Aber auch das soll es geben, habe ich aber ehrlicherweise keinerlei Erfahrung. Ich wollte es aber euch nicht verheimlichen, dass es sowas gibt. Große Anlagen mit großem Schwarzwassertank und so weiter sind inklusive Einbau natürlich deutlich teurer, ist klar. Ja, und dann gibt es noch viele weitere Toilettentypen. Es gibt zum Beispiel die Bodentoilette, da wird einfach die gesamte Plörre einfach mit der Wasserspülung mit dem Fußtritt nach unten befördert, auch wieder in einen großen Abwassertank oder beziehungsweise Schwarzwassertank oder auch, wie wir gerade gehört haben, mit einem Abschlauch dann in die Kanalisation. Aber auch das kenne ich wirklich nur von größeren Fahrzeugen. Ist vom Preis her natürlich relativ erschwinglich, aber macht, wie gesagt, bei so einem Auto wie jetzt bei mir relativ wenig Sinn. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch die Vakuumtoilette, wie wir sie aus dem Flugzeug kennen. Das ist natürlich auf der einen Seite relativ laut, auf der anderen Seite hast du sehr, sehr wenig Platzbedarf und du hast auch relativ wenig Wasserbedarf, also verbrauchst relativ wenig Wasser. Das ist definitiv ein Vorteil von dieser Toilette. Aber dadurch, dass sie sehr laut ist und auch vom Volumen her relativ beschränkt ist, habe ich die ehrlicherweise noch nie in einem Fahrzeug gesehen. Aber auch das, also wie gesagt, das gibt es und mich würde es irre interessieren. Aber ich habe auch keinen gefunden, der sowas verbaut hat. Also wenn ihr sowas habt, haut auch wieder gerne in die Tasten. Bin ich sehr interessiert, weil ich schlichtweg dich kenne. Ich wollte es erwähnt wissen, aber kann euch leider nicht mehr darüber berichten. Ja, und jetzt haben wir eigentlich wirklich alle Typen durch. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal in die Bütt und gucken uns mal die Trockentrenntoiletten ganz genau an.
Ich hätte ja nie gedacht, dass ich so lange brauche, dieses Video zu drehen, aber ich habe so viel recherchiert und habe so viel gefunden und eine Sache davon ist das hier. Was ist das? Wir bleiben beim Thema Trenntoilette. Und zwar ist es einfach ein Einsatz, den du dir in deine bestehende Chemietoilette einsetzen kannst, einklippen kannst. Also einfach nur das hier, setzt du hier oben ein. Das gibt's für ja, sämtliche Toilettentypen. Kostet in Summe 30 Euro. Dann setzt du hier den Eimer ein, ist von einem, finde ich, sehr raffinierten Tüftler. Der Matthias, der hat das Ganze gemacht, nennt das temporäre Trockentrenntoilette. Und dann kannst du einfach das Thema Trenntoilette mal ausprobieren. Du kannst dann hier so Tüten, so Hundetüten einsetzen und kannst dein Geschäft verrichten, fest von flüssig getrennt. Ich finde es sehr raffiniert, denn zum einen kannst du wirklich mal testen, ist das was für mich, ohne jetzt mal schnell groß umzubauen oder dir sündhaft teuer so eine Toilette zu kaufen. Zum anderen kannst du es aber auch benutzen, wenn du sagst, alleine komme ich damit super klar, aber mit der Familie, da ist es nicht das Richtige, dann kannst du den Aufsatz einfach rausnehmen und fertig. Oder für Leute, die sagen, Umbau kommt mir nicht in Frage, will ich nicht. Oder für Leute, die sich vielleicht ihr Fahrzeug mieten und dann aber nicht immer eine große Trenntoilette mitnehmen wollen. Also es gibt verschiedene Anwendungen. Und ich finde es einfach nur toll, dass so viele Leute sich um das Thema Kacken so viele Gedanken machen. Ich finde es geil. Also, insofern habt ihr es auch gesehen. Ich fand es spannend und wir machen jetzt weiter. Jetzt, es geht Schlag auf Schlag, sind wir beim nächsten System. Und zwar bin ich nicht alleine, sondern ich habe zwei wunderbare Gäste dabei. Ich will euch einmal ganz kurz vorstellen. Einmal die Anna und einmal der Paul. Sagt mal kurz selber was, wo kommt ihr her, was macht ihr, warum stehen wir hier eigentlich? Ja, ich bin die Anna. Ich bin die Freundin von Paul und Geschäftspartnerin auch mittlerweile. Begeisterte Camperin. Ich bin der Paul, Freund von der Anna. Und Geschäftspartner. Und Geschäftspartner, ja. Sehr gut. Genau, circa vor einem Jahr haben wir uns unseren Camper gekauft und unseren Kastenwagen. Und wir wollten ja von Anfang an eigentlich auf eine Trenntoilette umsteigen. Haben uns auch ein paar Systeme angeschaut, die alle wunderbar waren. Aber ein paar Sachen haben uns nicht so gefallen. Und dann haben wir uns überlegt, wir können das vielleicht ein bisschen besser machen. Und rausgekommen ist ja Tonitoy. Das ist ein Umbaukit für Z-Fort-Toiletten. Das sehen wir hier schon. Ne? Mhm. Das sieht ja erstmal alles aus, wie man es kennt. Ja, ne? Genau. Das ist eigentlich das Spannende. Auf den ersten Blick sieht es aus wie eine ganz normale Tedford-Toilette. Ich darf mal reingucken, oder? In euer... Sehr gern. Klar. Sehr gut. Ist das ein Vorführgerät oder ist das eure persönliches? Ja, das ist ein Vorführgerät. Die persönliche ist seit einem Jahr im Test bei uns im Camper. Das heißt, wir waren schon damit auf... Sardinien waren wir schon und letztens in Schweden. Genau. Okay, also ihr habt schon ein bisschen Erfahrung gemacht. Erklärt uns mal, wie ist denn das Grundsystem? Weil, also ich habe jetzt verstanden, das ist ein Aufrisskit. Das bedeutet für mich jetzt erstmal suggeriert, dass ich gar nicht viel umbauen muss, sondern dass ich das mit meiner bestehenden Toilette verwenden kann. Ist das richtig? Richtig. Also es wird so umgebaut, dass praktisch die Original-Tedford-Schüssel rauskommt mit der Pumpe. Das hängt alles an einem Kabelstrang. Dann muss man 6 Schrauben lösen und dann kann man alles rausziehen, den Wasseranschluss nur noch trennen. Und, du sagst es so schnell, das heißt, das würdest du auch mir zutrauen? Ja, auf jeden Fall. Okay. Also es sind wirklich bloß 6 Schrauben. Ja. Und, und am Schluss legt man praktisch unsere Schüssel rein, also unsere Trennschüssel. Und da liegt ja jetzt eine. Erklär mal kurz, was ist das Besondere an der Schüssel, Paul? Die Schüssel ist erstens mal aus Polypropylen komplett, wieder mal. Und wir haben vorne einen Polypropylen-Gewindeanschluss, also mit den 1,5 Zoll Schraubgewinde drin. Und hinten, das ist das Besondere vielleicht, ist noch ein Haltering verklebt. Das heißt, dieser ist dazu da, um 30% des Körpergewichts abzufangen. Das heißt, das Z-Fort-System ist ungefähr so gebaut, dass ungefähr 30% des Gewichts an die Kassette abgegeben wird. Das heißt, der Ring hält nicht alles, sondern es wird hier drauf gedrückt und an die Kassette weitergegeben. Wir haben also auch an die Festigkeit gedacht. Die meisten Systeme sind ja hier irgendwo abgeschnitten. Unseres geht bis zur Kassette runter. Ja, stimmt. Das ist ein wichtiges Thema. Ja. Damit ich auch gemütlich Zeitung lesen kann und es nicht so wackelt. Ne? Richtig. Hinten wird es dann interessant. Das heißt, man sieht es vielleicht schon hier, dass da ein kleiner Schlauch rauskommt. Und hier ist dann ein Verschluss. Und man kann das praktisch dann verbinden und man hat den Urinbehälter, also den Urinauffangbehälter mit hinten den Urintank zusammen verbunden und da entsteht die Trennung. Und dann ist die Trennung hier drinnen oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, wir holen das System mal am besten raus. Das heißt, wenn dann der Anschluss hier weg ist, kann man das Ganze rausziehen. Ja, so schnell geht's. Okay. Das heißt, wir trennen den Original-Tedford-Behälter. Ja.
Wir haben erstmal geschaut, ob wir das vielleicht selber machen können, aber uns ist aufgefallen, die Z-Hold-Kassette ist eigentlich so durchdacht, also da sind so viele Gadgets und Feinheiten drin, dass man es gar nicht besser machen kann in unseren Augen. Deswegen haben wir gesagt, wir behalten die, wir trennen die und haben auch einen Weg gefunden, wie wir das schaffen, das Ganze auch dicht zu bekommen. Und ja, damit fahren wir jetzt eben seit einem Jahr rum und sind super happy. Verstehe, aber jetzt fehlt nur ein zweiter Teil, oder? Der zweite Teil. Ah ja, der ist einfach hier drinnen. Okay, genau, verstehe. Richtig. Das heißt, es ist wirklich aus eigenen Problemen entstanden. Ihr wart unterwegs, ihr seid selber Camper und ihr habt gesagt, die Lösung so wollt ihr nicht haben. Richtig. Verstanden. Okay. Ihr seid ein richtiges Startup damit. Ihr müsst in die Höhle des in die Höhle der Löwen müsst ihr gehen. Ja, nee, finde ich klasse, weil das ist genau der Punkt. Ihr habt ein Problem und ihr löst es damit ja eigentlich wunderbar. Deswegen habe ich das jetzt auch verstanden. Das ist quasi keine eigene Toilette, die ihr macht, sondern ihr rüstet ja nur die bestehende um. Und ja, das ist ja für uns auch der Riesenvorteil. Heißt es für mich auch, dass ich alles weiterhin über die Serviceklappe bedienen kann, wenn ich es richtig verstehe? Ja, ne? Genau. Also das Praktische ist, dass ihr eben weiterhin die Tanks in der Serviceklappe habt. Ihr müsst nicht irgendwie eure Geschäfte durch die Wohnung tragen. Mhm. Und das ist eben super hygienisch und praktisch. Und wie man es ja eigentlich auch von der Chemie Kassette kennt, nur eben als Trenntoilette. Ja, finde ich spannend, weil das kenne ich so als Trenntoilette eben auch nicht, dass ich alles von außen wieder rausnehmen kann, finde ich sehr, sehr gut. Das bedeutet, wir haben eigentlich eine echte getrennte Kassette. Jawohl. Einmal fange ich hier meine flüssigen Geschäfte auf und hier innen drin ist sie noch die festen Geschäfte. Da habe ich noch eine Frage, brauche ich da irgendeine Chemie dazu oder habt ihr da einen Streu drin oder wie funktioniert das dann? Nee, Chemie braucht man nicht. Also das ist ja der Vorteil der Trockentrenntoilette. Es funktioniert dann mit einem Kokossubstrat oder Einstreu oder Sägespäne. Da kann man vieles mischen oder auch, ich glaube, Kaffeepulver nehmen manche her. Mhm. Das legt man zuerst rein und dann kann man eigentlich schon loslegen. Okay, verstanden. Wir haben auf das Rührwerk aber verzichtet. Mhm. Das heißt, wir sagen geschüttelt statt gerührt. Okay. Wir haben festgestellt, dass allein schon während der Fahrt so viel Vibrationen aufkommen, dass sich das Ganze gut vermischt. Und ja, wenn man dann länger stehen sollte, dann legt man einfach den Feststoffbehälter kurz raus. Der ist ja dann komplett dicht. Das ist ja das Tolle an den Z-Board-Kassetten. Schüttelt es ein bisschen rum und dann kann man eigentlich weitermachen. Jetzt pass auf, wenn die Leute sagen, boah, das interessiert mich. Man findet ja wahrscheinlich schon Informationen zu euch im Netz. Die verlinke ich natürlich unten nochmal, weil ihr wollt das Ganze ja nicht nur für euch, ihr wollt das ja auch verkaufen. Erklärt mir mal, wie funktioniert das Ganze? Ich schicke euch ein Bild und sage, das ist meine Toilette und ihr tauscht die aus oder wie funktioniert das? Genau, es funktioniert bis jetzt für ein System. Das ist das 220er System von Thetford. Das heißt, wir kriegen von euch die Kassette, wir trennen die und bekommen natürlich das Schlauchsystem und die Schüssel von uns. Das 260er System, was du hast, also mit dem orangen Entleerungsrohr, das ist gerade in Planung. Also es wird voraussichtlich dann im Januar, Februar bei uns zu bestellen sein. Die Leute, die jetzt sich einen Kastenwagen neu kaufen, also die haben den Vorteil, dass die natürlich eine Kassette haben, die noch unbenutzt ist. Und da bekommt ihr natürlich dann die getrennte Kassette von uns und wir kriegen von euch die nicht getrennte. Wenn wir jetzt schon übers Kaufen reden, könnt ihr schon was zum Preis sagen? Ja, also es wird sich am oberen Ende 749, vielleicht auch 699 so um den Preis handeln. Wir haben einfach gerade noch ein bisschen die Herausforderung, dass sehr große Schwankungen am Rohstoffmarkt sind. Ja. Das kennt man ja auch ganz bei den Fahrzeugherstellern. Da ändert sich jeden Tag alles. Ja, aber wir werden so im Preis. Ja, cool. Dann sage ich vielen, vielen Dank. Ihr wisst Bescheid, ihr schreibt einfach in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt. Und euch würde ich bitten, dass ihr so lieb seid und da einfach ein bisschen mitlest und ihr einfach auch selber Antworten geben könnt, wenn ich das nicht beantworten kann. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit eurer Idee. Ihr merkt es schon, ich bin begeistert, wenn Leute sich Gedanken machen und sich dann so Lösungen einfallen lassen, die ja jetzt auch kein, ohne euch nahe treten zu wollen, das ist ja auch kein Hexenwerk, ne? Das ist ja was total Geiles. Man soll auch daraus keine Wissenschaft machen. Also flüssig in flüssig, fest in fest. Es wird entspannt entleert und das war's. Ja, fertig. Ja, dann wünsche ich euch jetzt gute Geschäfte. Und wir machen sofort weiter mit der nächsten Toilette. Ich habe so viele Toiletten, das ist der Wahnsinn. Vielen Dank, Anna. Ciao. Danke. Ciao. So, und jetzt treffe ich mich hier mit dem Benni, weil der Benni, der wird für uns eine Trenntoilette richtig schön testen und auskosten in allen Zügen. Richtig schön testen. Was versprichst du dir alles von der Trenntoilette? Also ich erwarte mir in erster Linie von der Trenntoilette,
weniger Geruchsbelästigung, weil das ist also für uns wirklich das größte Problem an dem Ding. Also, was habt ihr für eine Chemie verwendet bei dem Porta-Potti? Oder habt ihr überhaupt Chemie verwendet? Nee, also das muss ich jetzt fairerweise Porta-Potti gegenüber auch erwähnen. Also wir haben vom Anfang an uns wirklich für eine biologische Alternative entschieden, weil wir uns damit einfach wohler fühlen. Also, okay, okay. Ja. Okay, also ich habe dich unterbrochen. Entschuldigung, welche Sachen erwartest du denn noch? Ich erwarte mir tatsächlich auch einfach ein bisschen mehr Nachhaltigkeit. Also ich glaube, das ist ein Produkt, das eben auch durch Verzicht auf Chemie, einfach von der Nachhaltigkeit, eben auch vom Entsorgen der Hinterlassenschaften einfacher ist und auch einfach nachhaltiger ist. Und eben auch wahrscheinlich von der Herstellung der Chemie oder der biologischen Alternative. Also so ein bisschen mein Gedanke dabei. Mhm. Und natürlich auch einfach einen längeren Nutzen. Das heißt, dass ich vielleicht doch einfach mal noch 1-2 Tage dranhängen kann und vielleicht an einem schönen Ort mit meiner Familie verbringen kann, ohne eine Entladestelle aufzusuchen. Okay, ja cool. Also das sind die Sachen, die du erwartest. Also zusammengefasst, weniger Geruchsbelästigung, du willst länger autark stehen können und mehr Nachhaltigkeit. Richtig. Cool. Ja. Was mich jetzt interessieren würde, wie funktioniert denn jetzt die Trenntoilette? Was ist da, welche Bestandteile haben wir, was muss man alles machen? Schieß mal los, weil du hast hier so einen Eimer... Irgendwas? Ich habe schon mal so einen Eimer mitgebracht. Ja, was ist das denn? Das ist nicht das, was man denkt, was auch immer ihr jetzt denkt. Das ist mal ein Kokosziegel gewesen. Den musste ich gestern schon vorbereiten, damit man das heute quasi einfüllen und verwenden kann. Also in dem Paket wird ein Kokosziegel mitgeliefert. Das ist ein gepresstes Kokosmaterialzeug, was ich gestern schon mal vorbereitet habe. Ich habe das eingeweicht mit einem halben Liter Wasser. Genau, und das... Das ist jetzt wirklich nur Kokos. Also es ist wirklich nur Kokos und man merkt schon, das bricht jetzt hier, ich kann das jetzt mal kurz, machen wir es mal so. Also es wird dann sehr bröselig. Und das sollte, glaube ich, genauso... Super. Das sollte, glaube ich, genauso sein. Ich glaub, aber was macht das denn? Das wird dann in den Feststoffbehälter... Das ist Wurstfach. Und das... Um Gottes Willen. Entschuldigung. Ja, okay. Nee, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, ins Wurst. Das wird dann, also dieses Granulat, Kokosgranulat, wird dann ins Wurstfach eingefüllt. Ja. Und wird dann dort, das schauen wir uns dann bestimmt noch an, ja, mit, wie nennt man das dann, mit diesem Rührwerk, ja, verwurstelt. Verstanden. Dann würde ich sagen, du haust hier nochmal ein bisschen Wasser rein und danach gucken wir uns mal die Toilette an und schauen mal, aus welchen Bestandteilen die eigentlich besteht und was da alles geliefert wird, oder? Das machen wir. Wir machen das jetzt mal noch ein bisschen kleiner und gucken mal, ob da noch was rein muss. Und dann schauen wir uns mal den Thron an. Welche Bestandteile haben wir? Wir haben einmal den Korpus, klar. Hier ist, glaube ich, auch, was ich so gelesen habe, über dieses Teil hier, als du mir gesagt hast, dass du die Biotoilette hast. Dieser Steg muss relativ besonders sein, weil er halt doch einfach besser trennt, was aber... auch eher die Frauen betrifft als die Jungs, weil für uns ist es nicht so schwer. Ja, aber genau, da steht, war das der Grund, warum du dich für die Biotoy entschieden hast? Nein. Was war der Grund? Ganz klar, der Grund für die Biotoy für mich war die kompakte Baugröße. Also es gibt meines Erachtens nichts auf dem Markt, oder ich habe zumindest noch nichts gefunden, was so klein, kompakt, also eine so kleine, kompakte Trenntoilette. Okay, verstanden. So, also da haben wir das hier, klar. Dann ist das hier Feststoffbehälter mit Malwerk, nicht Malwerk. Rührwerk. Wir malen, nicht wir rühren. Verstanden? Ist auch klar. Dann haben wir hier, das ist ein Ventilator, oder? So zum Entlüften, genau. Zum mehr Trocknen ist das dann wahrscheinlich. Ja, es ist zum Trocknen und, soweit ich verstanden habe, auch doch ein bisschen halt Gerüche fernzuhalten. Dann haben wir hier... hier ist noch die Kurbel fürs Malwerk. Kann ich die beidseitig hernehmen eigentlich? Die kannst du beidseitig nutzen, musst aber, also du kannst sie nur auf einer Seite des Trennbehälters benutzen, weil nur hier auf der Seite die Aufnahme, man sieht es hoffentlich, für die Kurbel ist. Auf der anderen Seite... Okay, aber ist egal, du kannst den ja an beider Seiten hinbringen. Genau, okay, du kannst den Feststoffbehälter ja reinsetzen, wie man möchte. Und man sieht ja hier auch, es sind auf jeder Seite zwei Löcher, einmal hier und einmal hier. Und das ist dann, der untere ist zum Kurbeln, der andere zum Entlüften, richtig? Korrekt, genau so ist es. Okay, verstanden. Dann haben wir hierüber schon gesprochen und da ist noch ein bisschen Elektrik für... Sicherungshalter, Kabelverbinder... Ja, genau. Perfekt. Gut, dann lass mal sehen, wie bauen wir das zusammen, damit das Ganze jetzt funktioniert. Also, wir füllen das jetzt hier ein. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, muss es so sein, dass diese Welle, die man da drin sieht, gerade noch so rausschauen soll. Also, glaube ich,
brauche ich gar nicht alles, was ich jetzt von diesem Ziegel da aufgelöst habe. Dann setzen wir das Ganze hier ein, machen das so und Kurbel dran. Also jetzt haben wir die beiden hier nochmal im Vergleich. Das ist deine alte Potta Potti und das ist die neue Trenntoilette. Yeah. Ich hätte mir jetzt mehr Unterschied erwartet von der Größe her. Ich finde die gar nicht so groß. Eigentlich. Ich muss zugeben, das habe ich tatsächlich auch. Interessant. Und also so gesehen wird die ja wahrscheinlich effizienter sein. Ne? Also die ist jetzt ein bisschen größer, klar. Aber im Verhältnis gesehen, weil hier kommt ja alles rein. Hier ist nochmal getrennt. Flüssig zu trennen ist ja nochmal, oder weg zu entsorgen, ist ja nochmal sehr, sehr viel einfacher als immer diese gesamte Plörre hier. Ne? Ja, und das kommt ja noch dazu, dass bei der Trenntoilette, sondern dass bei der Potta Potti die Hälfte ja schon allein für Spülflüssigkeit drauf geht. Ach klar, ja stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ja, logisch. Richtig. Ja, natürlich. Und ja. Insofern ist da natürlich der Inhalt halt um ein Vielfaches größer. Jetzt habe ich noch eine Frage, Benni. Wie ist es eigentlich mit dem Toilettenpapier? Kann ich das ganz normal verwenden und dann auch hier in diesen Feststoffbehälter mit reinnehmen oder mache ich das gesondert? Meines Wissensstands nach kann man auch normales Toilettenpapier nehmen. Das wird von diesem Rührwerk eben auch ganz normal zersetzt, wie alles, was sich in diesem Behälter befindet, ist halt dann immer die Frage, wie man es entsorgt. Okay, aber man ist jetzt nicht gezwungen, dass ich es komplett getrennt voneinander... Nein, okay. Also Toilettenpapier kann in der Toilette mitverwendet werden. Okay, ah, okay, verstanden. Sorry für diese dumme Frage, aber war mir echt nicht so ganz bewusst. Musste ich auch hinterfragen. Ah, siehst du? Ja. So, pass auf, dann sind wir eigentlich soweit durch. Jetzt haben wir ja ganz viel Theorie besprochen. Ja, jetzt kommen wir jetzt zum Praxisteil. Richtig, nee, also keine Angst. Aber... Wir haben ja ausgemacht, wir treffen uns in einem halben Jahr wieder, wahrscheinlich im Allgäu, zusammen mit einem anderen Benni, mit Erfahrungen von einer Verbrennertoilette, einer dann Trenntoilette und einer Schweißtoilette. Und dann gucken wir einfach mal, was so das Resultat ist und ob sich die Theorie so bestätigt, oder? Ob es unsere Erwartungen erfüllt, würde ich sagen. Deswegen herzlichen Dank an dich, Benni, dass du uns da so Einblicke gegeben hast in dieses spannende Schwierige Thema. Aber wir haben es halt alles. Betrifft uns am Ende alle und da kann sich keiner von wehren. Ja, Gott sei Dank. Und sollte sich auch mit dir befassen und bitte die Plätze sauber halten. Ganz wichtig. Perfekt. Danke dir, Benni. Alles Gute. Gerne. Und viel Spaß. gute Geschäfte. Ciao. Dankeschön. Ja, und um jetzt das nächste Toilettensystem anzuschauen, bin ich mal zu Mika Caravan gefahren. Die haben mich, ich wollte gerade sagen, die haben mich eingeladen, stimmt gar nicht. Ich habe mich selber eingeladen und die waren so freundlich und haben gesagt, ja komm, verbau und guck sie an, denn die verbauen sehr viele Toiletten und welchen Typ und so weiter, das gucken wir an, kommt mit rein. Wir schauen mal rein in die gute Stube. Schauen wir uns jetzt mal diese Toilette an. Das hier ist eine Verschweißertoilette. Sehr, sehr neu am Markt, kam dieses Jahr auf dem Caravan-Salon raus. Das bedeutet, da habe ich sie zumindest zum ersten Mal gesehen. Wie funktioniert das Ganze? Die Clisana ist eine Verschweißertoilette. Das bedeutet, man verrichtet sein Geschäft in ein Beutelchen und der wird dann ja luftdicht wirklich verschweißt und dann entsorgst du das Ganze im Restmüll. Das ist ganz, ganz wichtig, Restmüll. Warum? Das Plastik soll ja nicht in der Natur landen und nicht im Meer und hin und her, sondern es muss verbrannt werden. Dafür ist es vorgesehen und deswegen ist es wichtig, dass es hier zumindest in westlichen Ländern auch in den Reststoff kommt, denn dort wird der Restmüll wirklich verbrannt. Hier sehen wir jetzt mal die zwei Toilettentypen. Hier drüben die Tedford, die C260, die jetzt hier auch verbaut ist und die jetzt gleich im Fahrzeug ausgebaut wird. Und hier sehen wir die Clisana. Das Interessante ist jetzt, dass man ja gucken muss, dass diese Toiletten oft in Duschwannen verbaut sind oder freistehend sind. Und das ist aber auch für die Clisana kein Problem. Das bedeutet, hier sehen wir mal den Unterboden von der Clisana, sage ich mal. Und wenn ich die freistehend habe, dann ist hier einfach noch diese Blende mit bei oder dieser Fuß mit dabei. Und wenn das, so wie wir das heute einbauen, in der Duschwanne ist, nehme ich das raus und setze die Toilette direkt so ein. Und das ist auch wieder alles nur die Theorie. Und jetzt gucken wir mal, ob das in der Praxis wirklich so funktioniert. Ich bin gespannt. Ja, und der Michael von Mika Caravan, der kümmert sich jetzt erstmal um den Ausbau der bestehenden Kassettentoilette. Das Wichtige dabei ist, dass man das Wasser abklemmt, denn für die neue Toilette werden wir den Wasseranschluss ja nicht mehr brauchen. Das ist ein Ventil, wo ja, wenn du oben auf den Spülknopf drückst, hier immer aufmacht und das Wasser einmal durchlässt, damit es dann innen drinnen sauber spült. Und jetzt müssen wir natürlich den Schlauch entfernen, weil der ja von da hinten kommt, damit wir die Toilette rausbringen. Des Weiteren ist das Bedienelement natürlich auszutauschen und das ist auch relativ easy, denn es hat dieselben Maße wie das bestehende von Tedford. Also draußen war die Toilette relativ schnell. Jetzt geht es darum, das neue Kabel zu verlegen und
davor habe ich ja immer schon panische Angst. Sitz ausbauen, damit du an die Batterie rankommst, dann das Kabel da irgendwie durchverbrupseln und so weiter. Aber das ist halt das Geile, wenn du da Fachmann bist und dich da auskennst, da hast du so Werkzeuge wie heißt denn dieser gelbe Nubbel? Einziehhilfe. Da hast du zum Beispiel eine Einziehhilfe. Das ist also so dein Hobby, Stühle ausbauen. Ja. Andere machen Modelleisenbahn. Du baust Wohnmobilsitze aus, oder? Ich baue Wohnmobilsitze aus. Wir suchen uns jetzt den besten Weg und dann geht's weiter. Wenn ihr aber generell Interesse habt an solchen Einbau- oder Umbauvideos, dann würde ich sagen, müsst ihr unbedingt mal auf den Kanal von Micha schauen. Denn da seht ihr alles im Detail, wie das Ganze umgebaut wird. Auch nochmal die ganzen fachmännischen Kommentare, die ich euch leider nicht bieten kann. Ja, und wozu braucht man jetzt überhaupt ein neues Stromkabel? Denn es liegt ja bereits eines für die Tedford-Toilette. Das Thema ist, dass der Schweißvorgang natürlich etwas mehr Strom verbraucht, als das die Tedford im Bedienelement hatte. Bei der Klesana haben wir eine maximale Stromaufnahme von 27 Ampere. Und damit man da eine Vorstellung hat, für einen Schweißvorgang hat man einen Energieverbrauch von etwa 0,64 Wattstunden. Daher entscheiden wir uns hier für ein 10 Quadratmillimeter Kabel. Was macht ihr da jetzt für einen Wahnsinn? Wir sollen den Schutzschlauch ablängen, damit wir den gleich einziehen. Da werden die Kabel eingezogen, damit, wenn man irgendwo an Kanten vorbeigeht, das Kabel nicht beschädigt. Und drum werden da jetzt die Kabel eingezogen und dann ist ein Schutzschlauch drüber, damit den Kabeln nichts passiert beim Einziehen. Ein definitiver Vorteil an der Verschweißertoilette, also an dieser Klesana, ist, dass du überhaupt kein Wasser mehr verbrauchst. Jetzt hast du aber eine Wasserzuleitung. Die wird jetzt nicht mehr angesteuert, weil es kann gar nicht mehr passieren, weil die Tedford-Steuerung ist ja auch ausgebaut. Dennoch gilt es, dieses Ding jetzt zuzumachen, damit ja nichts passieren kann, und das ist jetzt der nächste Schritt. Natürlich wird der Strom noch angeschlossen und schon kann die Toilette eingesetzt werden. Und jetzt fehlt nur noch die Folie. Wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Okay, ich darf jetzt den Liner aufziehen. Generell diese, das ist die Folienkassette. Ja. So liegt die in der Toilette drin. Ja. Das heißt, später wird die Folie über die Kante nach innen durchgezogen. Mhm. Um den Folienliner aufzuziehen, muss ich umdrehen. Das Ganze genau, einmal auf den Rücken. Dann darfst du hier den Folienliner öffnen. Mhm. So. Ich habe unfassbare Muskeln. Aufmachen. Du legst den am besten auf den Boden. Und jetzt faltest du den einmal auf, legst ihn am besten auf den Boden, also hochkant, genau, und jetzt musst du gucken, wo die Mitte ist. Und das ist jetzt ein Folienring, genau. Jetzt ziehst du den einmal auf, dass es wie so ein Ring ausschaut, genau. So, und was du jetzt schauen musst, lass den Rückmann noch auf dem Boden liegen, mhm. Was du jetzt schauen musst, jetzt guckst du dir das äußere Folienende an. Mhm. Ja. Wo ist hier offen? Mhm. Ja, und diese offene Seite muss in Richtung der ovalen Seite zeigen, weil darüber wird ja die Folie abgezogen. Ah, das heißt, okay. In dem Moment liegt es jetzt richtig. Mhm. Also so eigentlich, oder? Genau. Mhm. Also wenn du es jetzt umgedreht hättest, müsste es so. Genau. Und jetzt kannst du den einfach aufziehen. Exakt. Genau. Das ist es auch. Und jetzt drehst du ihn mal um. Richtig, legst ihn wieder auf den Boden. Und jetzt dieses offene Ende hier kannst du einfach ein bisschen nach oben ziehen, nur minimal, ganz minimal, ein Fingerbreit reicht vollkommen aus. Genau. Und jetzt im nächsten Schritt nimmst du die Kassette und setzt sie genauso in die Toilette ein. Mhm. Und jetzt ziehst du die Folie, drei Faltungen, ziehst mal nach oben. Ein, genau, also rück auf beiden Seiten, dass du es gleichzeitig hochziehst, genau. Zwei, drei, noch eine. Genau, und jetzt stülpst du nach innen durch. Jawohl. Das Einzige, was jetzt wichtig ist, dass das untere Ende der Folie unterhalb der Rollen ist. Ja, ist klar, dass es geschweißt wird dann, ja. Aber das sieht gut aus. Perfekt. Und jetzt bist du halt auch schon fertig. Jetzt setzt du den Deckel auf, zuerst vorne und dann hinten einrasten. Genau. So, und jetzt sagt dir die Toilette, genau, jetzt ist der Deckel auf. Wenn der Deckel zu ist, sagt sie dir, voilà, du hast noch 22. Wir haben jetzt einen neuen Folienliner eingesetzt. Das heißt, du drückst jetzt einfach 3 Sekunden auf die Pfeiltaste. So, jetzt initialisiert sich die Toilette neu. Und das bedeutet wiederum, dass mir ab sofort 26 große oder 36 kleine Toilettengänge zur Verfügung stehen. Ein Liner kostet 12,50 Euro.
und schon ist die Toilette voll funktionsfähig. Sie ist natürlich schwenkbar, das zum einen, und zum anderen, wie funktioniert es? Ganz einfach, bei einem großen Geschäft drückt man auf den großen runden Knopf und, ihr wisst es schon, bei dem kleinen Geschäft auf den kleinen runden Knopf. Die Schere ist dafür da, um die Beutel voneinander zu trennen. Möchte man das tun, drückt man erst die Schere und dann das entsprechende Geschäft. Also jetzt habe ich ihn da, den Daniel. Der Daniel ist der Schweißtoilettengott. Darf ich das so sagen? Ich würde mich selber nicht anders bezeichnen, ne? Sehr gut. So sagen. Also jetzt pass auf, jetzt haben wir hier eine Schweißtoilette drin. Ja, genau. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, eine Toilette zu machen, wo ich mein Geschäft am Ende verschweiße? Die Idee dahinter ein bisschen ist, okay, das wird im Krankenhaus eingesetzt, respektive muss das hygienisch und sicher sein. Mhm. Und auf der Basis ist dieses Konzept entstanden, wo wir einfach das Bekannte, also quasi eine Vakuumiertechnologie, in eine Toilette gepackt haben und so die Möglichkeit bieten, wirklich eine Hinterlassenschaft hermetisch zu verschweißen, also zu versiegeln. Das war die Idee. Was bietet mir das für einen Vorteil als Camper? Ganz, ganz viele Vorteile. Ich sage immer, die Vorteile kann jeder für sich individuell bestimmen, weil es sehr, sehr stark vom Nutzungsverhalten abhängt. Also ich habe hier einen großen Vorteil, egal ob ich einmal auf die Toilette gehe oder 10-mal, mein Aufwand ist immer derselbe. Mhm. Ich habe nicht die Notwendigkeit, dass ich nach 2-3 Tagen schauen muss, wenn meine Kassette beispielsweise voll wäre, wo fahre ich hin, ja, wo kann ich das Ganze entsorgen, sondern ich kann tatsächlich freistehen. Ich selber nutze das Ganze, ich habe mein Fahrzeug in der Stadt stehen und wenn ich beispielsweise für einen Kurztrip am Wochenende wohin gehe ich in mein Fahrzeug, ich muss nicht mal Wasser reinmachen, sondern ich gehe quasi in die Berge, gehe wandern, nutze meine Toilette abends und morgens und kann das an 2-3 Toilettengänge, was ich produziere, dann ganz einfach bei mir zu Hause in Rest- oder in Hausmüll entsorgen oder eben an Raststätten oder einfach der Entsorgungslogistik. Und das bietet mir eine größere Flexibilität und eine größere Freiheit. Jetzt haben wir das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben ja schon mal ein Video gedreht, wo ich euch auf der Messe besucht habe und das zum ersten Mal entdeckt habe und das ja sehr interessant fand, rein vom Nutzungsverhalten her. Ja. Es ist ja wirklich toll. Aber haben viele zu Recht geschrieben, naja, aber was ist mit der Umwelt und so weiter? Das ganze Plastik landet am Ende im Meer. Was kann man dazu sagen? Also generell ist es so, und da appelliere ich natürlich an die Camper und auch die Art und Weise, wie Camping betrieben wird. Genauso wenig wie eine Chemietoilette in die Umwelt entleert werden sollte, soll dieser Beutel in die Umwelt geschmissen werden. Das heißt, die Entsorgung muss über den Rest oder den Hausmüll entsorgen. Ganz normal, so wie man auch Babywindeln oder Hundekotbeutel entsorgt. Und dann ist sichergestellt, dass es fachgerecht entsorgt wird. Also das heißt quasi, dieser Kunststoff wird dann der Verwertung, der thermischen Verwertung idealerweise zugeführt und wird rückstandslos verbrannt, entsorgt. Das bedeutet, wir haben kein Mikroplastik, wir haben also kein Plastik im Meer, das wird... Zumindest hier oder in westlicheren Ländern wird das verbrannt oder westeuropäischen Ländern muss man wahrscheinlich sagen, wird das verbrannt. Ja. Dann muss ich eigentlich nur auf die CO2-Bilanz gucken, richtig? Richtig. Wie sieht es damit aus? Bei der CO2-Bilanz sind wir aktuell so, dass wir bei, sage ich, um ein Verhältnis zu schaffen, 5 Toilettengänge pro Tag produzieren so viel CO2, wie ich mit beispielsweise deinem Fahrzeug circa produziere, wenn ich 1,5 Kilometer fahre. Mhm. Also das heißt, im Verhältnis ist es relativ wenig, wenn man sich jetzt auch mal anschaut. Ich gehe ein paar Mal auf die Toilette und muss dann meine Kassette rein theoretisch in Entsorgungsstationen leeren und fahre einen Umweg über 20, 30 Kilometer. Habe ich da schon verblasen. Hier CO2-neutral auf die Toilette gehen. Also das ist ein bisschen so dieser Gedanke, die Referenz ist immer wichtig, wie viel braucht man. Aber das heißt trotzdem nicht, dass wir hier aufhören, sondern das heißt, dass wir da weiter forschen, um auch eine Folie, die komplett aus Biomasse besteht, noch mit in den Markt zu bringen. Und dann haben wir hier eine CO2-neutrale Technologie. Aber wofür brauche ich diese Folie dann? Die Folie ist vor allem deshalb interessant, dass es gibt einmal das Thema biobasiert und dann gibt es dieses Thema bioabbaubar. Nicht jede biobasierte Folie ist automatisch bioabbaubar. Und die Idealsituation ist natürlich die, ich habe eine biobasierte Folie, die auch kompostierbar ist, die kann ich dann auf meinen Kompost schmeißen und nach einer gewissen Zeit zersetzt sich die. Da gibt es auch einen gewissen Rahmen, in dem die Norm diese Bezeichnung zulässt. Und was uns wichtig ist, dass wir tatsächlich da auch mit einer Folie noch an den Markt kommen als Alternative, die es erlaubt, vor allem in den Ländern, wo es keine Müllverbrennung gibt, diese Beutel zu entsorgen und sicherzustellen, dass die mit der Zeit sich absolut zersetzen. Das heißt, dass wir dann wirklich keine Rückstände haben. Diese Beutel werden dann kompostierbar sein. Generell ist es so, ich kann diese biobasierte und bioabbaubare Folie dann immer benutzen. Weil die wird auch diese Barrierefunktion haben. Ja. So, die wird wahrscheinlich nicht an die Barriere ranreichen von dieser Folie, weil wir einfach an der Polymertechnik sehr, sehr viel, oder man ist an der Polymerforschung sehr viel weiter. Aber generell hat man immer die Möglichkeit, beides zu nutzen. Das heißt, wenn ich die Toilette mit der abbaubaren Folie benutze, sollte ich die Plörre nicht länger als 3 Monate rumfahren. Aber sonst habe ich ein Problem, wenn ich richtig cool drauf bin, nicht länger als 1 Monat, weil dann haben die Jungs und Mädels, die in der Müllwirtschaft arbeiten,
auch noch ihren Spaß, ja. Richtig? Genau. Okay, verstanden. Cool, ja, dann haben wir das auch besprochen. Finde ich ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil es hat ja auch sehr polarisiert. Und Absolut. Ich glaube, es ist auch wichtig, darüber zu sprechen. Absolut. Und da habt ihr quasi noch ein paar Hausaufgaben, die ihr aber angeht. Ja. Das ist ja ziemlich geil zu hören. Also wir haben uns die Gedanken natürlich von Beginn an gemacht. Und ja. wir wären auch nie mit der Technologie auf den Markt gekommen, wenn wir uns nicht bewusst gewesen wären, dass ja. wir jetzt schon eine sehr gute Lösung haben für viele Themen, dass wir aber auch Ideen haben, wie wir das Ganze noch verbessern können. Okay, verstanden. Du, dann bedanke ich mich ganz herzlich und ich würde sagen, du bist noch lange nicht raus, denn wir werden jetzt diese ganzen unterschiedlichen Toilettenarten über das nächste Jahr richtig beobachten und testen und ausprobieren. Und dann gibt es natürlich das nächste Video und da freue ich mich auch schon riesig drauf. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, was mir das alles bringt. Herzlichen Dank dafür und danke dir. Wir sehen uns wieder. Viel Spaß damit. Danke dir. Tschüss. Ciao. So, jetzt gucken wir uns einen ganz anderen Toilettentyp an, und zwar die Verbrennertoilette. Und nachdem ich keine Ahnung von Verbrennertoiletten habe, habe ich hier den Micha da. Das ist, darf man sagen, du bist einer der Top-Experten Deutschlands, was Cinderella betrifft? Unbedingt. Okay, sehr gut. Und du kannst uns jetzt ein bisschen was erklären. Der Hersteller ist Cinderella. Genau. Aber ganz von vorne mal, was ist denn eine Verbrennertoilette? Was passiert da? Eine Verbrennertoilette funktioniert eigentlich relativ simpel. Wir haben hier einen kleinen Trichter innen drin, wo dann das Geschäft reingemacht wird. Mhm. Und dann klein oder groß, ist ganz egal. Der Vorteil ist, ich kann hier auch alles reinschmeißen. Ob Feuchttücher, ob normales fünflagiges Toilettenpapier, spielt gar keine Rolle. Und dann drücke ich einfach wie gewöhnt auf den Spülknopf mhm. und dann geht die Klappe auf, das flupst alles nach unten mhm. mit dieser Art Filtertüte und dann geht es in den Verbrennungsraum. Und so macht die Klappe oben wieder zu und dann startet unten eben der Verbrennungsvorgang, wo mhm. relativ einfach ist, das kann man sich vorstellen, wie ein Gasbrenner, mhm. der dann in dem Verbrennungsraum einfach eine sehr hohe Temperatur erreicht und mhm. damit den ganzen Stoff da drin, Kot und Urin, restlos verbrennt. Also ich verbrenne auch meinen Pipi? Ja. Das ist ja aufregend. Okay, verstehe. Wenn du sagst, das fällt nach unten durch, ist das alles jetzt in dieser Bauhöhe, die wir hier sehen, oder ist das, dann baue ich da noch unten noch zusätzlich? Nein, das ist exakt in dieser Bauhöhe, wo man hier sieht. Also unten okay. im Boden geht da gar nichts mehr rein. Das mhm. ist in der Bauhöhe, ist der Brennraum ist nur so hoch mhm. und oben ist die Klappe drin. Das ist eigentlich relativ klein und einfach. Und vom Vorgang, verbrennt der nach jedem Geschäft oder wie funktioniert das? Und wie lange dauert das vor allem? Also der Verbrennungsvorgang an sich dauert eine Stunde. Ja. Und ja, der verbrennt nach jedem Mal, wo ich die Toilette benutzt habe. Wobei das überhaupt kein Problem ist. Man kann während dem Verbrennungsvorgang auch wieder drauf. Also man kann bis okay. zu 5-mal direkt hintereinander mhm. die Toilette nutzen ohne mhm. Probleme, weil da der Verbrennungsraum groß genug ist, der fällt halt immer wieder nach und der Verbrennungsvorgang startet wieder Verstehe. Von vorne. Jetzt habe ich da keine Erfahrung mit, aber ich stelle mir vor, dass das eine Geruchsbelästigung ist. Wo geht das hin oder wie funktioniert das? Überhaupt gar nicht, ja. weil wir in dieser Toilette einen Geruchskatalysator haben, der den Geruch neutralisiert und dann geht er hier raus und da legen wir eben extra einen Schornstein oben aufs Dach, wo dann die ganzen Dämpfe nach oben entweichen und dementsprechend katalysiert sind, sodass oben auch kein Geruch mehr entsteht. Wichtig ist nur, dass man den Katalysator nach Anleitung, nach allen ca. 50 Toilettengängen einmal mit Wasser ausspült. Okay, verstehe. Das bedeutet auch, also das war nämlich so ein bisschen was bei mir rumschwirrte, dass das zu Geruchsbelästigung bei den Nachbarn führt und so weiter, ist aber eigentlich Blödsinn. Ist dann totaler ist Blödsinn. Wahrscheinlich falsch montiert. Oder? Wenn das der Fall ist, habe ich auch schon einige Kunden da gehabt, mhm. dann ist es einfach das Problem, dass viele den Katalysator nicht sauber machen. Ah, okay. Und den muss man mit einer Schraube lösen innen drin, rausnehmen, warm Wasser ausspülen, abtrocknen lassen, einbauen, fertig. Das ist ja so gesehen auch nicht eklig, weil da gehen ja nur die Gerüche. Also genau, die, okay, ist überhaupt nichts Ekliges. Okay, verstanden. Du, nächste Frage. Cinderella ist jetzt ein Hersteller, der, also ich sag mal, das ist so ein bisschen wie Taschentücher und Tempo. Genau. Gibt es auch noch andere Hersteller für Verbrennungstoiletten? Mir sind aktuell keine bekannt. Das ist ja Wahnsinn eigentlich. Ich kenne nur Cinderella, weil die natürlich gerade aus den skandinavischen Ecken kommen, wo die in ihre Berghütten und so mhm. weiter, ja die Cinderella, in Anführungszeichen die Verbrennungstoilette, schon lange im Einsatz haben. Mhm. Unter anderem auch elektrischer Art und Weise, geht genauso. Im Wohnmobil aber nicht, da geht es nur mit Gas. Mhm. Und da haben wir ein Modell eben mit Kfz-Zulassung, in Anführungszeichen, mhm. da gibt es nur ein Modell. Verstehe. Aber die nutzen das schon Jahrzehnte, sage ich. Okay, interessant. Drum auch sehr ausgereift. Ja, okay, ja, auch ein wichtiger Punkt. Absolut. Nächste Frage, Selbsteinbau. Ist das möglich oder sagst du, nee, geht nur über Fachwerkstätten, wie ihr es ja auch einbaut? Ja,
geht nur über Fachwerkstätten, Entschuldigung. Einfach aus dem Grund, weil einmal müssen wir an die Gasleitung ran, die muss geöffnet werden, die muss wieder richtig abgedrückt werden, die Gasprüfung muss gemacht werden danach, damit auch wirklich wieder alles dicht ist. Das Abgasrohr muss richtig installiert werden, weil wenn man da die Gradzahl des Steigrohres nicht beachtet, dann kann es zu Rückstau geben und Fehlermeldungen in der Toilette. Also man muss da schon ein bisschen Grundkenntnis haben, um das zu montieren. Okay, verstehe. Wie sowas funktioniert und wie so ein Einbau funktioniert, sehen wir bestimmt auf deinem Kanal, definitiv. Oder? Ja, sehr geil. Also schaut da gerne mal rüber. Ich verlinke euch das natürlich. Jetzt habe ich noch ein paar wichtige Fragen für mich, damit wir den Vergleich machen können mit den anderen Toilettensystemen. Preis. Wo liegen wir da kostentechnisch? Also die Toilette als solches kostet 4.500 Euro. Und dann kommt der Einbau noch dazu. Und der ist ein bisschen variabel, je nach Möbelbau, je nach Aufwand. Aber ich sage jetzt mal grob so um die 6.000 Euro inklusive Einbau. Mhm. Ja klar, weil du musst ja auch den Schornstein legen und so weiter. Das ist ja Wahnsinn. Und natürlich, wie jetzt auch hier, den ganzen Möbelbau abändern, Abkastung bauen. Und das ist schon Aufwand. Das Problem sind hier die Stunden. Es dauert unwahrscheinlich viel Zeit. Glaube ich. Führt mich auch gleich zur nächsten Frage. Das fällt ja beim Kastenwagen fast schon raus, platztechnisch, oder? Nicht nur platztechnisch, sondern auch welche der Nasszelle, weil in einer Nasszelle darf ich die nicht verbauen. Ah, verstehe. Okay. Weil Wasser und Elektrik mit Verbrennungsraum, das tut nicht gut und die ist nicht wasserfest, also somit funktioniert das nicht. Okay. Wenn du das ganze, die ganze Schose verbrannt hast, sag ich mal, dann bleibt ein Aschehäufchen übrig oder wie kann ich mir das vorstellen? Und das kippe ich dann einfach am Baum. Ganz genau. Es bleibt, man kann es ziemlich genau sagen, bei drei Personen, erwachsenen Personen, 2 Wochen lang bleibt eine Hand voll Asche übrig. Okay. Und die nimmst du und gibst dem Baum oder tust in die Restmülltonne, ist nur Asche, überhaupt nichts Schlimmes. Also so gesehen auch nachhaltig, wenn die Verbrennung nicht wäre. Die Verbrennung, die verstinkt oder CO2 hin und her. Ganz genau. Autarkie ist ja damit dann auch ziemlich geil, wenn ich das Gas habe, richtig? Ganz genau. Wie viel Gas verbrauche ich da? Wie lange brenne ich da, hast du gesagt? Also man sagt für ungefähr 20, 30, 50 Toilettengänge eine 11 Kilo Gasflasche. 50 mal kacken eine Flasche Gas. Ja. Was ist deiner Meinung nach der größte Vorteil? Der größte Vorteil ist zum einen, dass ich keine Entleerung mehr brauche. Also ich habe dementsprechend eine lange Standzeit, kann stehen bleiben ohne große Probleme. Der nächste Vorteil ist, ich habe keine Chemie, ganz wichtig, weil Chemie finde ich persönlich natürlich schlimmer wie CO2 oder sonstiges, der Verbrennungsvorgang. Der dritte Vorteil, ich habe kein Geschleppe mehr, ich muss nicht die Kassette irgendwo rumziehen und so weiter. Ist für mich alles schon mega und ich persönlich bin auch so ein kleiner Heimscheißer. Ja, verstehe. Nachteil, also abgesehen vom Preis, was habe ich noch für Nachteile bei dem Toilettensystem? Nachteil ist effektiv wirklich, gerade wenn man viel Wintercamping macht, halt wirklich das Gas. Man bräuchte dann wirklich eventuell, wenn man noch gut auf Gas unterwegs oder ausgerüstet ist, bräuchte man eventuell einen Gastank noch zusätzlich, wie auch dieses Fahrzeug hat. Der hat hier unten, glaube ich, einen 130 Liter Gastank, LPG-Gas, weil auch diese Toilette funktioniert tadellos mit LPG-Gas. Also das funktioniert auch und das ist aber, wenn man keinen LPG hat, dann ist es schon ein bisschen ein Nachteil. Aber es sieht auch sehr hochwertig aus. Absolut. Also, schaut sehr hochwertig aus und ist auch ein Must-Have. Für die Kohle muss es auch gut aussehen. Absolut. Aber das tut's. Ja, cool. Ja, dann sind wir mit der Verbrenner durch, oder? Sind wir durch. Perfekt. Vielen Dank dafür. Sehr gern. Ja, und jetzt, glaube ich, haben wir einen ganz guten Überblick bekommen über die verschiedenen Toilettensysteme, die es da draußen so auf dem Markt gibt. Und jetzt kümmern wir uns mal um ein kleines Fazit. Welche Vor- und Nachteile haben denn die einzelnen Themen? Dazu hüpfe ich aber schnell ins Auto, denn hier draußen wird es mir da, glaube ich, ein bisschen zu kalt für. Wie sieht es im Detail aus und wie bewerte ich diese einzelnen Systeme? Und ich habe mir da mal die Mühe gemacht und habe mal eine gesamte Matrix erstellt und die blende ich euch natürlich auch sehr, sehr gerne ein. Und da möchte ich einfach nur so 2, 3 Sachen hervorheben. Und zwar vergleiche ich diese Toilettensysteme immer untereinander. Natürlich niemals verglichen mit irgendwelchen Toilettensystemen zu Hause, sondern wirklich diese entsprechenden Toilettensysteme untereinander. Und eine Sache ist mir da sehr, sehr wichtig. Bei der Trockentrenntoilette zum Beispiel, die schneidet für mich wahnsinnig gut ab. Allein deswegen, weil sie so nachhaltig ist, wenn man sie entsprechend richtig verwendet. Das sei auch nochmal dazu gesagt. Wenn ich dann natürlich auch wieder ständig nur Plastiktüten hernehme, dann ist das so mit der Umweltverträglichkeit wieder so lala. Aber auch da haben wir ja schon gelernt, kommt es wieder darauf an, wie entsorge ich das. Wenn das in den Restmüll kommt, verbrannt wird, dann muss man eigentlich wieder nur CO2 betrachten und so weiter. Aber darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen, sondern ich möchte mal auf die Benutzung eingehen. Ist das Ganze so wie zu Hause? Und da kann ich ganz klar sagen, nein. Das war auch ein Grund, warum ich mich damals gegen die Trockentrenntoilette entschieden habe. Es gibt für mich zwei
gravierende Nachteile, die ich hatte. Und zwar war ich damit unterwegs und es mag für weibliche Personen durchaus schwierig sein, eine Trockentrenntoilette schön benutzen zu können. Ich habe jetzt aber auch gelernt, bei der Biotoy zum Beispiel, deswegen hat mich das so fasziniert, was ich da auch beim Benny gesehen habe, die ist wirklich ein bisschen anders, auch von dem Schaft her und so weiter. Und auch, was ich auf den Messen so erlebt und gehört habe und was man so liest, soll die wirklich für Frauen sehr, sehr angenehm sein, diese Toilette. Es ist ein gewisser Gewöhnungseffekt dabei, also man muss sich erstmal dran gewöhnen. Aber dann funktioniert das Ganze sehr, sehr gut, weil sich der Hersteller wirklich wahnsinnig viele Gedanken drüber gemacht hat. Und das solltet ihr wirklich beachten und daran denken, denn das ist sehr, sehr wichtig. Eine zweite Geschichte, die ich erlebt habe, war die Geschichte Magen-Darm. Magen-Darm war gerade für meinen Sohn, der war damals ein bisschen jünger, mit einer Trockentrenntoilette sehr, sehr schwierig. Also achtet auch darauf und denkt nicht immer nur an die romantischen oder normalen Gegebenheiten, sondern eben auch an die anderen Sachen. Und da war gerade das Entsorgen, das Entleeren mit dieser Toilette nach einem Übergeben. Also ich will gar nicht, also war nicht schön. Bei dem Thema Entsorgung muss man auch dazu sagen, da kommt es ein bisschen drauf an, wie ein eigener Ekelkeitsfaktor ist. Also ich sage jetzt mal, es gibt Leute, die können mit Sicherheit eine Kassettentoilette, die mit Sog und komplett ohne Chemikalien oder Solbi oder was auch immer, also ohne irgendwelche Zusätze betrieben wird, können die nicht entleeren, weil ihnen einfach schlichtweg schlecht wird und übel wird. Und das muss man auch der Fairness halber dazu sagen. Deswegen habe ich diese Bewertung hier so gemacht. Und es ist ja bei der Entsorgung nicht nur der Thema Ekelheitsfaktor, sondern es hat auch ganz viel damit zu tun, wie und wo kann ich entsorgen? Also was muss ich dafür tun? Also jetzt mitten in der Nacht, selbst am Campingplatz mal wieder zur Entsorgungsstation zu laufen, ist eher unangenehm. Wenn du so einen Festtank hast und da lange deine Ruhe hast, ist auch super, aber dann wird es natürlich wieder schwierig werden, bis du diesen Festtank auch wieder entleeren kannst. Also das hast du auch wieder nicht gegeben. Also selbst nicht bei jedem Campingplatz kannst du das entleeren. Also auch da muss man natürlich dran denken und drauf achten. Und das habe ich hier bei der Bewertung der Entsorgung auch mit einkalkuliert. Ja, reden wir ganz kurz über die Autarkie. Da hat bei mir die Kassettentoilette definitiv nur einen Stern verdient. Warum? Weil da eben genau das Problem ist, dass du aufgrund der Größe relativ, naja, unflexibel bist, weil das Fassungsvolumen in der Regel halt relativ klein ist bei einer Kassettentoilette. Gerade wenn du als Familie unterwegs bist und autark sein möchtest, kommst du da halt nicht länger als 2 Tage, wenn man sie wirklich täglich richtig benutzt. Und bist dann wiederum, wenn du Chemie verwenden solltest, absolut auf eine Entsorgungsstation angewiesen. Und das ist natürlich ein totaler Heckmeck und hin und her. Also das ist da auch mit berücksichtigt. Aber natürlich geht das auch anders, wie gesagt, weil du kannst theoretisch mit Solbio das Ganze normal in normalen Toiletten entsorgen. Oder du kannst es theoretisch, also steht zumindest so drauf oder liest man, kannst du das mit Solbio auch an jeden Baum kippen, weil nichts kaputt gehen würde. Aber auch da 2 Sachen zu bedenken. Einmal, wenn das jeder machen würde, gute Nacht, liebe Freunde. Und das zweite ist, wenn dich dabei jemand sieht, weiß er ja nicht, wie du mit der Toilette umgehst. Und das ist dann auch keine feine Geschichte. Beim Umweltaspekt muss man dann auch nochmal dazu sagen, dass es natürlich auf die Benutzung ankommt und auf das, was zwischen den Ohren steckt. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel die Verschweißertoilette benutze und selbst wenn ich bioabbaubare Folie hätte und ich schmeiße das Ganze in den Wald, ist nicht klug, weil auch diese abbaubare Folie, die braucht am Ende Druck und die braucht Wärme und die hast du nur auf einer Mülldeponie. Deswegen meine ich, also man darf das nicht alles verurteilen, sondern man muss eben schauen, wie man damit umgeht. Definitiv hat es aber nicht die 5 Punkte verdient. Und genauso ist es eben auch bei der Trockentrenntoilette. Wenn du das Ganze wieder mit Plastikbeuteln machst, musst du halt auch wieder entsprechend damit umgehen. Und das musst du halt auch wieder mit einkalkulieren. Und damit würde ich sagen, haben wir mal diese Tabelle ein bisschen erklärt. Ich habe euch die natürlich auch nochmal auf meiner Webseite platziert. Da könnt ihr das nochmal in Ruhe nachschmökern. Und gebt mir auch gerne Feedback, wie ihr das seht. Vielleicht habe ich da auch was nicht beachtet oder missachtet. Dann schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare, weil da bin ich sehr gerne bereit, mich belehren zu lassen. Und freue mich da über jede Hilfe, die ich von euch bekomme. Und jetzt ganz klar zu meinem persönlichen Fazit, warum Kassettentoilette weg, wisst ihr jetzt schon. Warum ich mich letztlich für die Verschweißertoilette entschieden habe, liegt einfach daran, weil mein Reiseverhalten es hergibt. Weil ich bei meinem Reiseverhalten auch darauf angewiesen bin, lange autark zu stehen, vielleicht auch mal 2, 3 Tage in einem Industriegebiet zu stehen, wo ich definitiv nicht entsorgen kann, wo ich auch zum Beispiel nicht einfach mal zu einer öffentlichen Toilette gehen kann, weil es die schlichtweg dort einfach nicht gibt. Und ich kann euch sagen, ich habe jetzt diese Toilette seit 1,5 Monaten wahrscheinlich.
Und ich bin mega happy. Diese Autarkie, die sie mir gibt, die ist Wahnsinn. Die ist wirklich irre, irre, irre toll. Es ist von der Sauberkeit oder von der Hygiene her ein Wahnsinn. Ich hatte noch nie sowas Tolles. Und von der Benutzung her super simpel. Also egal, also das Schwierigste ist ja eigentlich, das ganze System zu wechseln. Also die Folien zu wechseln, auch das ist super einfach, habt ihr gesehen. Also ich bin mega glücklich damit. Ich benutze sie halt sehr, sehr viel und sehr, sehr regelmäßig, weil wenn ich jetzt einen Tag lang im Camper arbeite, dann weißt du auch, dann gehst du am Ende, habe ich gezählt, habe mich selber überrascht, vielleicht liegt es jetzt auch an meinem Alter, ich weiß es nicht, aber du hast definitiv locker 8 Toilettengänge am Tag, wenn nicht sogar mehr. Also das habe ich habe da vorher nie drauf geachtet, aber wenn du darauf achtest, dann ist auch klar, warum eine Kassettentoilette relativ beschränkt ist in Sachen Autarkie, weil da ist halt irgendwann voll, gerade mit dem Wasserspülen. Und das ist eben der nächste Punkt, du brauchst kein Wasser mehr für die Klesana und das sind alles so Punkte, die mich einfach total begeistern und mir das Leben extrem viel einfacher macht. Also insofern sehe ich dem Ganzen sehr aufgeschlossen entgegen, aber ich weiß, auch da werdet ihr mich teilweise kritisieren wollen, aber ist auch ganz, ganz schwierig mit diesem Umweltaspekt, weil ich finde, man darf da auch nicht scheinheilig sein. Wir fahren halt mit solchen Autos rum. Also ich glaube, wir haben nochmal ganz andere Themen. Und wenn du das vergleichst zu der Chemietoilette, die ich vorher hatte, wo ich die ganze Zeit mit dem Auto hin und her gefahren bin, um dann Entsorgungsstellen zu finden und, selbst wenn ich nur Solbio verwendet habe, dann ist das jetzt mit Sicherheit, wenn ich es in den Restmüll bringen verbrennen lasse, vom CO2-Wert her deutlich besser, als ich vorher unterwegs war. Also ich habe mich schon mal verbessert. Ich gebe aber auch vollkommen zu, ich könnte es viel besser machen mit einer Trenntoilette oder mit einer Kassettentoilette ohne Chemie. Aber wie gesagt, Kassettentoilette reicht mir nicht aus. Trenntoilette komme ich, vor allem meine Familie, nicht mehr klar. Deswegen fällt es für mich aus, weil das muss mir trotzdem hier Spaß machen und muss für mich funktionieren. Und jetzt wisst ihr Bescheid und jetzt kennt ihr mein persönliches Fazit. Fertig. Ja, und jetzt bin ich natürlich total gespannt, was haltet ihr von den verschiedenen Toilettensystemen? Welche Vor- und Nachteile seht ihr noch? Dann hackt in die Tasten und klopft das alles mal unten in die Kommentare. Auch wenn ihr schon Erfahrungen gemacht habt und wenn ihr schon länger mit irgendeinem System unterwegs seid, dann berichtet von euren Erfahrungen, denn das alles hilft uns Campern ja und würde mich sehr interessieren. Die ganze Information versuche ich dann wieder gebündelt auf der Webseite zur Verfügung zu stellen, dass ihr da auch in Zukunft immer wieder mal nachschauen könnt. Und wer total wahnsinnig ist, der kann sich auch gerne mal mein Buch anschauen, How to Womo. Auch da geht es teilweise um Toilettenthemen. Und ja, jetzt würde ich sagen, bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr euch bedanken wollt, würde ich mich auch sehr freuen. Dann macht das einfach mit einem Like. Das ist so ein kleines Schulterklopfen für mich. Insofern vielen Dank für jedes Like und ihr wisst es, wenn ihr total wild und crazy seid, dann abonniert auch sehr gerne diesen Kanal. Jeder von euch ist mir ganz herzlich willkommen. Hier geht es immer um Themen rund ums Camping. Und ich bin schon unterwegs fürs neue Video. Es kommen ganz, ganz viele Videos jetzt wieder in Zukunft. Und da freue ich mich total drauf, auch wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch jetzt immer beste Geschäfte, egal auf welcher Schüssel ihr auch immer die Zeit verbringt. Und wünsche euch ganz, ganz schöne Reisen. Kommt vor allem gesund und glücklich wieder zurück. Bis dahin, euer Klofluencer Markus. Ciao.